rufe auf den Punkt 46, Antrag der Fraktion der SPD, gebührenfreie Bildung von Anfang an, Hessens Eltern entlasten, Hessens Kommunen ausreichend unterstützen. Es beginnt der Kollege Gerhard Merz, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Jetzt wollen wir mal wieder zu einem Thema kommen, das uns etwas angeht. Da ich am vergangenen Dienstag in Anwesenheit zahlreicher geistlicher Würdenträger einvernehmlich vom Herrn Minister und dem Kollegen Rock zum objektivsten Landtagsabgeordneten in Hessen ernannt worden bin, will ich Ihnen jetzt hier nicht das Märchen von Hänsel und Gretel erzählen, sondern ich möchte ein paar objektive Zahlen vortragen. Und welche Zahlen könnten objektiver sein als die, die die Hessische Landesregierung und das Land streut? Also, ich beginne mit einer Zahl aus dem Evaluationsbericht zum KiföG. Danach betrugen die Landesförderung für den Betrieb von Kindertagesstätten im Jahr 2015 339 Millionen €. 339 Millionen Euro. Nach dem Bericht des Statistischen Landesamtes betrugen die Kosten für den Betrieb von Kindertagesstätten im Jahr 2015 2,14 Milliarden Euro. Und wenn Sie jetzt die Zeitreihe bis 2002 zurückgehen, sowohl was die Entwicklung der Kosten als auch was die Entwicklung der Landesmittel ankommt, dann kommt man zu dem Ergebnis, dass man auch im Evaluationsbericht findet, nämlich dass der Anteil des Landes am Betrieb der Kindertagesstätten nicht wesentlich gestiegen ist. Er ist leicht gestiegen, um 2,1 %, aber er ist nicht wesentlich gestiegen. Und angesichts steigender Kosten bedeutet das, dass das Defizit der Kommunen aus dem Betrieb von Kindertagesstätten automatisch steigen muss, weil 50 % von 1 Milliarde sind 500 Millionen, 50 % von 2 Milliarden sind 1 Milliarde. Das ist so logisch wie irgendwas. Und deswegen kommt es zu folgendem Punkt, nämlich dass der Elternanteil an dem Betrieb der Kindertagesstätten auch auf demselben Niveau bleibt. Und das muss natürlich, damit er auf demselben Niveau bleibt bei gesteigenden Kosten, müssen die Elternbeiträge steigen. Und das haben sie auch getan. Nach dem Evaluationsbericht haben 45 % der Kommunen in den letzten beiden Jahren ihre Gebühren erhöht, nicht nur verändert, sondern erhöht. Und wir haben die Situation, meine Damen und Herren, dass ebenfalls nach dem Evaluationsbericht die Kosten für einen Kinderkrippenplatz zwischen 75 und 700 € pro Monat liegen und im Durchschnitt bei 327 €. Und die Kosten für einen Kindergartenplatz variieren zwischen 45 und 300 €. Und das, meine Damen und Herren, dass dazwischen ein innerer Zusammenhang besteht, das ist evident. Durch den steigenden Kostendruck, der aus der Qualitätsverbesserung und der quantitativen Erweiterung kommt, die wir alle wollen und die wir alle befürwortet haben, steigen die strukturellen Defizite der Kommunen und es steigt der Druck. Allein aus dieser Situation heraus steigt der Druck, die Gebühren zu erhöhen, weil das eine der Einnahmen ist, über die Kommunen selber steuern können. Im Übrigen wirkt die Kommunalaufsicht in dieselbe Richtung. Sie fordert die Kommunen Land auf, den vollkommen utopischen Anteil von einem Drittel aus den Kindergartenbeiträgen zu erwirtschaften. Das ist utopisch, wie gesagt. Aber der Druck ist da, und deswegen wird eben auch Land auf, Land ab werden die Kindergartenbeiträge erhöht. Und daraus wird deutlich, dass die Frage der Entlastung der Familien, das ist eines der großen Ziele im Zusammenhang mit der Gebührenbefreiung und der Entlastung der Kommunen, nicht voneinander getrennt werden kann. Beides gehört zusammen, wie wir es in unserem Antrag auch dem Titel unserer Aktuellen Stunde auch deutlich gemacht haben. Also, unter dem Aspekt der Entlastung der Familien ist es notwendig, zu einer Gebührenbefreiung zu kommen. Unter dem Aspekt der regionalen Gleichbehandlung, ich habe die Spannweite in beiden Betreuungssegmenten hier deutlich gemacht. Ich könnte noch etwas zum Hartbereich sagen und zum Pakt für den Nachmittag. Da sieht die Situation im Grunde genauso aus. Und wir müssen es betrachten, auch das ist hier schon mehrmals erörtert worden, unter dem Aspekt der Gleichheit innerhalb des Bildungssektors zu dem Jahr, der Bereich der Kindertagesstätten ohne jede Frage gehört. Lassen Sie mich zum Schluss, nachdem ich so viele objektive Zahlen gesagt habe, noch etwas Subjektives sagen.
Wir wollen Familien mit kleinem Einkommen entlasten. Das geht kaum noch über Steuerentlastung. Ich denke darüber nach, ob wir nicht bundesweit Kindergartenplätze für die 3- bis 6-Jährigen beitragsfrei anbieten sollten. Das würde 6 Milliarden Euro kosten, und es wäre gut angelegtes Geld. Das sage nicht ich, das sagt Karl-Josef Laumann, Vorsitzender der CDU-Sozialausschüsse. Recht hat der Mann. Vielen Dank, Kollege Merz. Auf der Besuchertribüne begrüße ich unseren langjährigen Kollegen und Freund Volker Hoff. Herzlich willkommen. Das Wort hat die Frau Kollegin Wissmann, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Ihre Aktuelle Stunde, Herr Merz, am Montag publik wurde, habe ich mich tatsächlich schon ein wenig gewundert, wie wir das heute oder was wir dazu heute diskutieren wollen. Denn die von Ihnen ja und der Linkspartei vorgelegten Gesetzentwürfe zu der Frage haben wir ja ausführlicher diskutiert. Und auch, man kann zumindest nicht sagen, wir hätten sie nicht diskutiert. Wir haben es dann auch abgeräumt, aber das kann man ja unterschiedlich beurteilen. Ich habe mich dann sozusagen im Geiste mit mir selber darauf geeinigt, dass Familienpolitik ja immer aktuell ist, und insofern mich dann wieder gefreut, dass wir auch heute darüber sprechen können. Jetzt verstehe ich, worauf Sie hinaus wollen. Ja, das habe ich jetzt also nachvollzogen. Es ist aber dennoch erstens hier zu bemerken, dass in demselben Evaluationsbericht steht, dass die Elternbeiträge ja tatsächlich erhöht worden in den letzten Jahren, aber ausdrücklich festgestellt wurde, dass dies nicht in einem kausalen Zusammenhang gesehen wird mit der Einführung des KiföG. Also da müssten wir dann mal etwas intensiver einsteigen. Ehrlich gesagt, vielleicht legen Sie mal einen Antrag dazu vor, dass wir das mal im Ausschuss vertieft erörtern können, dann können wir das gerne machen. Erstmal steht diese Aussage in einem erstaunlichen Gegensatz zu dem, was Sie hier dargelegt haben. So. Zweitens muss ich sagen, Sie haben einen Dreisatz, ich habe jetzt, glaube ich, das Wort. Sie haben einen Dreisatz vorgelegt, der Dinge miteinander in Verbindung bringt. Sie haben es versucht, jetzt hier zu erläutern, die aber so überhaupt nicht im Zusammenhang stehen. Und ich möchte Ihnen zu allen dreien Ihrer, sagen wir mal, Bestandteile Ihrer Aktuellen Stunde auch gerne hier direkt antworten. Erstens. Eltern entlasten. Ja, wir teilen Ihr Ziel. Die CDU und auch die GRÜNEN. Und deshalb tun wir sehr viel in dieser Landesregierung und in den sie tragenden Fraktionen, um dieses auch zu erreichen. Wir reden nicht nur davon. Wir tun etwas. Mehr als eine halbe Milliarde Euro. Ja, investieren wir mittlerweile jährlich in Familienleistungen. Und das ist auch Elternentlastung. Ich sage nur noch einmal die Stichworte: Ausweitung der Kinderbetreuung in Plätzen und Qualität, Familienzentren, Familienkarte und vieles mehr. Und damit wird tatsächlich für Familien Enormes geleistet. Denn Eltern haben die Möglichkeit, durch eine inzwischen flächendeckende Einlösung der Rechtsansprüche ihren beruflichen Vorstellungen und Zielen auch nachzugehen. Sie bekommen zudem, das sagt uns übrigens die KiföG-Evaluation auch, allenthalben mehr Personal, an vielen Stellen eine stärkere Ausrichtung an Qualitätsstandards und eine intensivere Elternbeteiligung. Das sind auch Ergebnisse des KiföG. Das heißt, Hessens Eltern haben heute nicht nur die Sicherheit, einen Betreuungsplatz zu finden, sondern die guten Mindeststandards geben ihnen darüber hinaus auch eine Gewissheit, dass ihre Kinder nicht verwahrt, sondern systematisch gut betreut und entsprechend ihnen in Zusammenarbeit mit den Eltern erzogen und gebildet werden. Wenn das keine erstklassige Entlastung von Eltern ist, dann weiß ich nicht, was wir da sonst noch tun sollen. Ich will ein Zweites hinzufügen. Wenn Sie nicht als SPD auf allen Ebenen blindwütig das Betreuungsgeld bekämpft hätten, dann hätten sogar diejenigen Eltern, die von ihrer Wahlfreiheit einen anderen Gebrauch machen und ihre Kinder erst etwas später in die außerfamiliäre Betreuung geben, ebenfalls ein Stück Entlastung erfahren. Das wollten Sie nicht, und so ist dieses Stück Entlastung, ja, wie auch andere, aber so ist dieses Stück Entlastung eben am Ende auch an Ihnen gescheitert. Zweiter Punkt. Kommunen spürbar unterstützen, unterschreiben wir, das machen wir sogar. Kommunales Investitionsprogramm, 1 Milliarde Euro, davon 2/3 Landesmittel. Ich erspare mir die Details, weil Sie sie ja kennen. Jetzt demnächst sogar eine zweite Tranche, um besonders den Schulbau noch einmal zu unterstützen. Kommunaler Schutzschirm.
ja sogar kommunaler Finanzausgleich. Noch nie gab es so viel Geld wie für die Kommunen, und noch nie war neben allen anderen Vorteilen das Schwankungsrisiko so stark auf der Seite des Landes verankert. Und sogar das KiföG hat einen Beitrag zur kommunalen Entlastung geleistet. Auch das steht im Bericht. Rückgang des kommunalen Finanzierungsanteils an den Gesamtbetriebskosten um 2,4%. Drittens. Gebühren, jetzt komme ich zum Kern. Gebührenfreie Bildung von Anfang an, das hört sich natürlich toll an in Verbindung mit diesen schönen Zielen, die wir teilen. Aber es bleibt der falsche Weg zum Glück. Es ist ein Subventionsprogramm für Gut- und Besserverdiener, denn die Schwachen, von denen auch Herr Laumann gesprochen hat, die werden ja bereits von den Gebühren überwiegend befreit oder erfahren Reduzierungen. So ist es. Zweitens. Ihre Forderung mag ja einige Eltern entlasten. Die Rechnung zahlen künftige Generationen. Eine vollständige Übernahme des Elternanteils durch das Land würde den endlich ausgeglichenen Landeshaushalt mit hohen dreistelligen Millionenbeträgen belasten, unvereinbar mit der Schuldenbremse oder dann eben zulasten imaginärer reicher Steuerzahler, die am Ende ja viele von denjenigen umfassen würden, die sie zu entlasten vorgeben. Was für einen Sinn macht dies, außer vielleicht für eine verfrühte Wahlkampfspekulation? Letzter Punkt an der Stelle. Im Steuerrecht werden die Eltern, die Sie im Fokus haben, nämlich die Steuern zahlen, bereits heute signifikant entlastet. Sie haben die Möglichkeit, Kinderbetreuungskosten bis zu 6.000 € pro Kind und Jahr zu zwei Dritteln von der Einkommenssteuer abzusetzen. Wollen Sie, Frau Kollegin Wissmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Wollen Sie den Bund um diesen Aufwand entlasten, um dann in der Folge den Landeshaushalt zu ruinieren? Die allgemeinen Dinge nicht noch einmal wiederholen, die wir schon tausendmal ausgetauscht haben. Ich fasse zusammen. Eltern entlasten machen wir, Kommunen unterstützen tun wir. Elternbeiträge komplett abschaffen, keine gute Idee. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissmann. Das Wort hat der Abg. René Rock, FDP-Fraktion, Seligenstadt. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Frau Wissmann, ich schätze Sie ja persönlich wirklich, aber ich versuche immer wieder, Ihnen deutlich zu machen, dass Kinderbetreuung und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein Riesengeschäft für den Staat sind und nicht die für die Familien. Das müssen Sie doch einmal zur Kenntnis nehmen, dass das Geld, das die Familien mehr erwirtschaften können, dass das mehr ist, als der Staat aufwendet, sondern dass das einzige Problem ist, dass die Kommunen von diesem Mehrwert, der erwirtschaftet wird, von den Familien halt nur 13% kriegen und den Rest Land und Bund einsteckt. Und dass deshalb natürlich die Kommune vor Ort den Eindruck hat, wir müssen die Veranstaltung bezahlen, alle anderen haben den finanziellen Vorteil. Versuchen Sie doch einmal zu akzeptieren, dass die Familien den Staat nicht ausbeuten, sondern dass die Familien in Hessen diesen Staat auf ihren Schultern tragen. Akzeptieren Sie das endlich und behaupten Sie solche Dinge hier nicht mehr. Und zweitens, denken Sie einmal zurück. Es war doch die CDU, die das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei stellen wollte. Damals haben Sie doch sicherlich hier an dem Mikrofon oder haben Sie doch sicherlich ganz anders argumentiert. Wie kann eine Partei, die mal dafür eingetreten ist, das dritte Kindergartenjahr beitragsfrei zu stellen, jetzt mit diesen Argumenten gegen solche Initiativen kämpfen? Das ist mir intellektuell nicht einsichtig. Außer Sie sagen, diese Politik war damals falsch. Das habe ich aber von Ihnen auch noch nicht gehört. Und dann, glaube ich, gäbe es ja noch größeren Streit in dem Haus. Also von daher, bitte hören Sie auf, die Art und Weise der Argumentation hier vorzutragen. Sie können immer vortragen, wir wollen keine Ideologisierung der Familie. Wer sein Kind selbst erziehen will, hat den größten Respekt. Wer sagt, er will arbeiten, hat den größten Respekt. Wir schwingen uns nicht auf, den Familien vorzuschreiben, was ihr Idealbild ist. Das sollten Sie nicht tun und sollten auch andere nicht tun. Familienpartei. Familienpartei. Und warum das Thema Kindergartengebühren in Hessen wieder so aktuell ist? Das liegt einfach mit der Finanzpolitik dieser Landesregierung zusammen. Das liegt in der Finanzpolitik dieser Landesregierung, indem sie die Kommunen indirekt zu Beitragserhöhung zwingen. Sie zwingen die Kommunen indirekt zu Beitragserhöhung. Und wenn dann eine Kommune vor der Entscheidung steht, will ich 10.000 Haushaltungen mit mehr Grundsteuererhöhung treffen
oder treffe ich 1.000 Familien im Betreuungsbereich, gibt es leider in Hessen eine Menge Stadtverordnetenversammlungen, Gemeindevertretungen, die sagen, die 1.000 Leute, die 1.000 Leute lasse ich den Großteil der Sanierung mit ihren Familien der kommunalen Haushalte tragen, weil ich habe natürlich im Kleinen dieses Argument, das ist ja der teure Bereich in meinem Haushalt, dann sollen die 1.000 Familien in meiner Kommune sollen diesen sollen dieses Haushaltsloch decken, und ich lege mich nicht mit 9.000 Eigentümer oder Hausbesitzern an in meiner Kommune, sondern ich lasse es die Beitragszahler der Kinderbetreuung bezahlen. Und das ist wirklich nicht familienfreundlich. Und Herr Grüttner wird ja sicherlich wieder etwas zur Finanzierung sagen. Ich will es mal sogar noch einmal hier deutlich machen. Das Land Hessen gibt knapp 500 Millionen € in dem Bereich aus. Aber von den 500 Millionen € kommen vielleicht, Herr Grüttner, in die Finanzierung der Leistung für die Kommunen vielleicht 200, 250 Millionen € in den Bereich 3 bis 6 Jahre an. Das sind unter 20% der Finanzierung dieser Kosten. Und das zwingt die Kommunen dazu, wenn sie immer weiter diesen Bereich ausdehnen müssen, dieses Geld irgendwo herzubekommen. Und sie profitieren eben nicht von der Vereinbarkeit von Familie und Beruf in dem Maße, wie es das Land und der Bund tut. Und darum ist die Frage zu Recht gestellt, wie können wir als Land, aber auch der Bund, die Kommunen in dieser für die Gesellschaft wichtigen Aufgabe weiter unterstützen. Und es ist natürlich nicht zu trennen, wie die Finanzierung für die Kommunen dieser Aufgabe dargestellt wird und die Höhe der Beiträge. Das kann man nicht logisch trennen, sondern das hängt einfach zusammen. Und von daher kann ich auch die Einlassungen verstehen. Und ich möchte aber noch einmal grundsätzlich etwas zu dem Thema Bildung und Kindertagesstätten sagen. Wir müssen die Kindertagesstätten in Hessen zu echten Bildungseinrichtungen weiterentwickeln. Es gibt schon gute Entwicklungen, aber es muss besser werden. Und an dem Tag, wo das echte Bildungseinrichtungen sind, ergibt sich eindeutig, dass sie kostenfrei sein müssen. Von daher, wir müssen den Weg konsequent weitergehen. Hier muss investiert werden in die jungen Köpfe unserer Gesellschaft. Hier geht es um Kinder, um ihre Lebenschancen. Da müssten wir uns, glaube ich, deutlich einiger sein, dass hier mehr Geld investiert werden muss. Was bis jetzt getan wird, ist zu wenig. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rock. Das Wort hat der Abg. Bocklet, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jetzt bin ich über den Ansatz freudig überrascht, weil es diesmal jetzt nicht um die Grundsatzfrage geht, Kostenfreiheit für Kindergärten, die Sie ja auch verfolgen, sondern diesmal kommen Sie über die Frage der Belastung für die Kommunen. In der Kürze der Zeit konnten wir zwei Zahlen kurz recherchieren. Die Gesamtverbundmasse des Kommunalen Finanzausgleichs beträgt dieses Jahr 4,55 Milliarden €. Sie ist im Vergleich zum letzten Jahr von 4,36 und über 200 Millionen € angestiegen. Im Vergleich vor zwei Jahren, also noch in einem anderen Abrechnungssystem, waren es 4,1 Milliarden €. Die Kommunen haben also in den letzten Jahren über 400 Millionen € mehr vom Land bekommen. Ich finde, da kann man nicht davon sprechen, dass wir hier die Kommunen in irgendeiner Art und Weise alleine lassen. Erstens. Es sind ja nackte Zahlen. Wenn wir jetzt gekürzt hätten, könnte man sagen, so, und jetzt, was mich auch noch interessiert hat, und da bin ich auch für den Hinweis dankbar meiner Finanzabteilung, dass die Kosten für die Kinderbetreuung ohne Abschläge berechnet worden sind. Hier sitzt die Staatssekretärin für Finanzen, wird es bestimmt noch besser erklären können. Ich bin keiner, der jeden Tag in der Haushaltspolitik unterwegs ist. Aber das bedeutet, dass den Kommunen ihre Kosten bei der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs voll angerechnet wurden. Ich finde, das alles muss Ihnen, Herr Merz und der SPD, zu denken geben, wenn Sie auf die Argumentationsschiene einkehren, dass bei der kommunalen Aufgabe Kinderbetreuung, dass das Land den Zuschuss erhöht über den kommunalen Finanzausgleich bei voller Anrechnung der Kinderbetreuungskosten, dann finde ich, fällt Ihre These in wesentlichen Punkten zusammen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Frage, die Herr Rock aufwirft und die auch die SPD immer wieder aufwirft, ist die Frage der Beitragsfreiheit, Bildung kostenlos für alle.
Lassen Sie mich noch einmal nur zwei Zahlen sagen. Wir haben den Rechtsanspruch für Kindergärten, also für Kinder ab dem dritten Lebensjahr, seit dem 1. Januar 1996. Seit 20 Jahren besteht der Rechtsanspruch für Kinder ab drei. Für die Kinder unter drei ist erst vor wenigen Jahren in Kraft getreten. Ich will Ihnen noch einmal sagen, dass wir in diesem Bereich, was Ganztagsbetreuung betrifft, was Qualität, Ausbau, dass man überhaupt einen Betreuungsplatz findet, nämlich nur wenn man einen hat, kann man auch die Qualität verbessern, wenn man Ganztagsbetreuung braucht, dass man die findet, und wenn man gute Qualität will im Sinne des Bildungs- und Erziehungsplans auch tatsächlich möchte und die Infrastruktur ausbauen will und das vergleicht mit dem Gesamtbildungssystem, da lassen Sie mich nur eine Sache sagen. Am 1. Januar 1919 wurde die allgemeine Schulpflicht für ganz Deutschland eingeführt. Sie geht jetzt praktisch ins 100. Jahr der allgemeinen Schulpflicht. Seit in diesen Jahren der Weimarer Republik wurde massiv ausgebaut, Schulgebäude, Turnhallen und vieles andere mehr. Wenn man also diese Schulinfrastruktur, Schulbildung vergleicht mit denen der Kindergärten, haben wir noch einen Nachholbedarf. Quantität und Qualität muss noch ausgebaut werden. Für mich ist es keine ideologische Frage, ob wir Kostenfreiheit machen oder nicht für Kindergärten, sondern eine finanzpolitische Prioritätensetzung. Wenn wir diesen Nachholbedarf gestillt haben an Quantität und Qualität, können wir, ist das nicht des Teufels, wie beispielsweise im dritten Kindergartenjahr, haben wir damals kritisiert, dass es im dritten Jahr, wir hätten es lieber im ersten gehabt, aber das mag mal dahingestellt sein, es ist nicht eine ideologische Frage, sondern es ist eine finanzpolitische Frage, können wir uns das leisten, die Eltern so zu entlasten, dass sie weniger für ihre Kindergärten bezahlen? Oder ist es zunächst einmal wichtig, dass sie überhaupt einen Betreuungsplatz finden und der so gut ausgestattet ist, dass man sein Kind gern dorthin bekommt? Und dann wird man sich dieser Frage neu zu stellen haben, wenn die Steuereinnahmen stärker sind, wenn die bundespolitische Entlastung größer ist, wird man sicherlich in dieser Diskussion die Prioritätensetzung neu diskutieren. Für mich persönlich, für die GRÜNEN, ist es ganz wichtig, dass wir den KiföG-Bericht evaluieren, ernsthaft evaluieren und herausfinden, welchen Nachsteuerungsbedarf gibt es in der Qualität. Auch das wird es nicht zum Nulltarif geben. Auch das wird man dann nebeneinander auf einen Tisch legen müssen und abwägen müssen. Ist es uns jetzt wichtig, bedeutende Schritte in der Qualitätsverbesserung zu gehen, oder ist es uns wichtig, jetzt schon in die Kostenfreiheit zu gehen? Das alles wird dann an dieser Stelle zu diskutieren sein. Aus heutiger Sicht haben wir uns entschieden, als Koalition von CDU und GRÜNEN Quantität und Qualität, Ausbau, bessere Bildung und Betreuung von Anfang an. Das werden wir jetzt auch tun. Wir gehen ja jetzt in die Diskussion des KiföG. Daran wird sich diese Koalition beteiligen. Ich bin sicher, wir werden noch einmal Wege der Nachsteuerung der Qualität finden. Und ich bin mir sicher, an einem Tag wird es auch sicher über die Kostenfreiheit früher oder später gehen. Ich bedanke mich. Vielen Dank, Kollege Bocklet. Das Wort hat die Frau Abg. Schott, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn ich etwas nicht tun will, finde ich immer eine Begründung dafür, warum ich es nicht tun will, ob die der Wahrheit entspricht oder ob ich mir gerade irgendeinen Vorwand ausdenke, ist für den anderen schwer zu durchschauen. Wenn aber an der Stelle, wie Sie, Herr Bocklet, eben immer wieder – und Ihre Kollegin hat es in der Vergangenheit auch schon getan – Quantität, Qualität versus Kosten debattiert wird und versus Kostenübernahme durch das Land, dann ist das fadenscheinig. Denn es ist doch nicht so, dass die Qualität gerade sehr viel besser geworden ist durch Ihr KiföG. Ganz im Gegenteil, da müssen Sie einmal zuhören, was Ihnen die Menschen, die vor Ort arbeiten, die diese Arbeit machen. Ja, aber Sie waren gar nicht bei der Veranstaltung. Wissen Sie, es gibt Veranstaltungen, die derzeit stattfinden, wo über die Evaluation gesprochen wird, wo viele, viele Menschen zusammensitzen, Träger, Kommunen, in den Einrichtungen arbeitende Menschen. Da beteiligen sich die Regierungsfraktionen durch Abwesenheit. Er hört wieder nicht zu, weil Zuhören fällt ihm extrem schwer. Herr Bocklet, wenn Sie zugehört hätten, hätten Sie gehört, dass aus den Kinderkrippen berichtet wird. Nein, das kann gar nicht das Gleiche sein, weil es eine völlig neue Situation ist. Dass nämlich die kleinen Gruppen vollgemacht werden müssen, die Gruppen der kleinen Kinder und die Eingewöhnungszeit, wo man sich früher gesagt hat, wir nehmen uns Zeit für ein Kind, nur ein Kind kann in so eine Gruppe kommen, wenn es so ein Jahr alt ist, gleichzeitig, dass das nicht mehr stattfinden kann, weil der Druck, den Sie mit Ihrem KiföG gemacht haben, die Gruppen zum Stichtag möglichst voll zu haben, so hoch ist,
weil die Refinanzierung eben nicht da ist, dass hier zulasten der Kinder und zulasten des Personals und damit zulasten der Eltern gearbeitet werden muss. Sich dann hier hinzustellen und zu sagen, wir machen bessere Qualität und deswegen können wir die Kommunen nicht noch mehr entlasten, das ist fadenscheinig. Das ist einfach nur eine Begründung dafür, weshalb Sie es nicht machen wollen. Hätten Sie sich Ihre Redezeit ersparen können und sagen können, wir wollen es nicht. Wir haben andere Prioritäten in diesem Land. Aber das tun Sie nicht. Und wenn ich mir anhöre, wie Sie damit umgehen, dass die Kommunen hoch belastet sind und dass es nun einmal ein enormer Teil dieser kommunalen Belastungen ist, die Kitas zu finanzieren, auch das ist jenseits von dem, wie die Kommunen es erleben. Und auch da hören Sie nicht zu. Sie haben bei der Anhörung nicht zugehört. Sie haben bei der Anhörung keine Fragen dazu gestellt und haben den Kommunen eben genau nicht zugehört, dass die sagen, ja, es würde uns enorm entlasten. Und Sie haben auch nicht zugehört, wenn es darum geht, was für ein Aufwand es ist mit Gebühren und mit dieser ganzen unglaublich komplizierten Rechnerei im KiföG umzugehen. Sie hören nicht zu, weil es Sie nicht interessiert. Sie haben einem Gesetz zugestimmt, indem Sie jetzt Teil einer Regierung sind, das Sie vorher abgelehnt haben. Sie finden es jetzt gut. Sie finden es immer wieder gut. Sie verteidigen es immer wieder. Sie haben es auch heute wieder verteidigt, weil Sie nämlich jetzt Teil eines Ganzen sind, das Ihnen wichtiger ist als die Inhalte, nämlich Regieren. Ja, es ist vorher gemacht worden. Sie hätten die Möglichkeit, ihm nicht wieder zuzustimmen. Ja, es ist vorher gemacht worden. Sie haben ihm nicht zugestimmt. Aber Sie verteidigen es aufs Messer. Sie verteidigen es aufs Messer in jeder Situation. Das heißt, es geht Ihnen nicht um dieses Gesetz, sondern es geht Ihnen einfach nur darum, Teil dieser Regierung zu sein. Leider muss ich an der Stelle aber sagen, ich weiß auch nicht genau, worum es der SPD geht. Ja, weil wir haben hier ein Jahr mit zwei Gesetzentwürfen darum gerungen, wie man die Situation in den Kommunen vor Ort und mit den Eltern verbessern kann. Da gab es auch unseren Entwurf, zu sagen, wir können die Kommunen enorm entlasten und die Eltern enorm entlasten, indem man sagt, wir schaffen die Gebühren für die Eltern ab. Wenn Ihnen der eine oder andere Punkt an dem Gesetz nicht gefallen hat oder nicht für Sie tragbar war, wäre die Möglichkeit gewesen, darüber zu reden, ihn gemeinsam zu verändern und es so zu gestalten, dass wir es hier mit viel mehr Nachdruck von einer größeren Opposition und mit viel mehr Nachdruck von einer größeren Gruppe Menschen, die dann draußen dahinter steht, hätten hier vertreten können. Das haben Sie dezidiert nicht getan. Und Sie haben diesen Gesetzentwurf abgelehnt. Sie haben vor vier Wochen in diesem Haus diesen Gesetzentwurf abgelehnt, um hier heute eine Aktuelle Stunde einzubringen, die frei von Vorbereitungsarbeit war, um zu sagen, wir wollen eine Veränderung an dieser Stelle. Ja, wo und wie wollen Sie sie denn, wenn wir hier ein Jahr so beraten haben? Dann können wir auch sagen, wir repetieren und repetieren. Das führt uns nicht weiter, wenn man es nicht wirklich meint. Es gibt eine neue Vokabel dafür, die heißt Schulzen. Es gibt auch eine Geschichte, von der man sagt, wissen Sie, Es gibt die Möglichkeit, links zu blinken und rechts abzubiegen, weil das, was Sie hier tun und sagen, geht einfach auseinander, und zwar ganz weit auseinander. Und ich kann nicht mehr nachvollziehen, warum das auf diese Weise hier läuft. Ich möchte mit einem Zitat von Nelson Mandela schließen. Eine Gesellschaft offenbart sich nirgendwo deutlicher als in der Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgeht. Sie sind in jeder Gesellschaft zugleich die verwundbarsten Bürger und ihr größter Reichtum. Das ist das Motto unserer Tagung zu Kinderrechten und Jugendrechten, die am 25. März in Frankfurt stattfindet. Sie sind alle herzlich eingeladen, sich dort an der Debatte mit den Expertinnen und Experten zu beteiligen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schott. Das Wort hat Herr Staatsminister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich bin der festen Überzeugung, dass das ein Thema ist, das man im Grunde genommen in jeder Plenarrunde ausgiebig debattieren kann. Das zeigt es doch, dass sich alle mit der Frage auseinandersetzen, wie schaffen wir es, diejenigen, die die Zukunft unserer Gesellschaft darstellen, bestmöglich in diese Zukunft zu führen. Und dazu gehören selbstverständlich auch Kinderbetreuungseinrichtungen. Aber Kinderbetreuungseinrichtungen, und das ist ein Punkt, den ich nie so richtig verstehe in der Argumentation des Kollegen Rock, sind keine Einrichtungen, die dafür Sorge tragen, dass Eltern
Einkommen erwirtschaften, damit sie wiederum Steuern bezahlen. Wer an dieser Stelle eine so verkürzte Sichtweise von der Fragestellung von Aufgaben von Kinderbetreuungseinrichtungen hat, wird meines Erachtens dem umfassenden Inhalt, auch dem pädagogischen Inhalt, dem bildungspolitischen Inhalt von Kindertagesstätten nicht gerecht. Ich verstehe auch eine solche Diskussion an dieser Stelle nur schwer, weil wir ja in der Tat vor einigen Jahren intensiv gemeinsam darum gerungen haben und gekämpft haben, wie man mit einem Kinderförderungsgesetz insbesondere auch Qualitätsfragen mit in die Arbeit der Kindertagesstätten mit hineinbringen kann. Und da finde ich, da gehört auch ein Blick drauf, wenn es um die Fragestellung geht, Bildung von Anfang an. Ist die Fragestellung, was für Inhalte versuchen wir an dieser Stelle, denjenigen, die die Bildungsarbeit machen, dann tatsächlich an die Hand zu geben? Und wir waren ja lange und intensiv in der Überlegung gewesen, ob wir beispielsweise die Arbeit nach dem Bildungs- und Erziehungsplan, den haben wir in der Zwischenzeit 12 Jahre, das ist ein etabliertes Instrument, verpflichtend machen können oder nicht. Und es ist klar auch von den Trägern von Kindertagesstätten gesagt worden, nein, wir wollen nicht, dass es verpflichtend gemacht wird. Also haben wir einen finanziellen Anreiz gesetzt, damit Kindertagesstätten danach arbeiten. Auch dieses war konsensfähig in der damaligen Diskussion um dieses Gesetz, wenn es um solche Qualitätspauschalen gegangen ist, um dann letztendlich festzustellen, dass der Anteil von Kindertagesstätten, die nach dem BEP arbeitet, wenn man auch sieht, wie viele Fachkräfte die kostenfreien Fortbildungsangebote wahrnehmen, ein echtes Erfolgsmodell ist. Also da werden diese Bildungsansätze schon längst gelebt in den Kindertagesstätten. Und dann ist es natürlich auch klar, wenn ein Evaluationsbericht vorliegt, ja, das ist ein Auftrag, den der Gesetzgeber der Landesregierung gemacht hat. Der Evaluationsbericht ist von einem Institut, kann man ja nicht häufig genug sagen, erarbeitet worden und wird auch von uns letztendlich breit verteilt. Man kann ihn auch im Internet sehen. Gibt es in den rund 500 Seiten natürlich Passagen, von denen man sagen kann, die nehmen wir jetzt heraus, weil sie ein Stück unserer Argumentationslinie mit unterstützen. Aber wenn man dann sich hier hinstellt und sagt, aufgrund des KiföGs ist ein Zwang entstanden, die Gruppen bis zur Grenze zu vergrößern, wie es gerade eben Frau Schott gemacht hat, dann hat sie schlicht und einfach den Bericht nicht gelesen. Oder aber sie will ihn nicht verstehen. Weil der Bericht sagt ausdrücklich, dass es an keiner Stelle zu einer Veränderung der Gruppengrößen gekommen ist. Und auch dieses ist ja nicht eine Feststellung der Landesregierung, sondern das ist eine Feststellung eines Institutes auf der Grundlage der Befragung. Und wir waren ja in vielen Teilen mit dabei. Und das finde ich dann auch ein Punkt, bei dem man sagen kann, ja, das hat der Bericht auch herauskristallisiert. Was ist mit der Fragestellung der Umsetzung einer Inklusionsvereinbarung zwischen der Liga auf der einen Seite und den kommunalen Vertretern auf der anderen Seite und damit einer Verringerung der Gruppengröße? Ja, diese Vereinbarung wird von den Vereinbarungspartnern nicht eingehalten. Wir werden uns überlegen müssen, wie wir damit umgehen, weil das sind nämlich besonders schützenswerte Kinder, die an dieser Stelle mit betroffen sind. Und für mich als Teilnehmer eines runden Tisches war es schon sehr erstaunlich, wie wortreich die Vereinbarungspartner versucht haben zu erklären, dass sie mindestens ein Kindergartenjahr Anpassungszeit brauchen, um letztendlich eine gemeinsam geschlossene Vereinbarung umzusetzen. Dieses müsste dann im übertragenen Sinne auch für alles andere gelten. Und dann sind wir dann irgendwann bei der Fragestellung Verwaltungsaufwand und vieles andere mehr. Natürlich haben wir auch festgestellt, dass es jetzt mehr Verwaltungsaufwand gegeben hat. Aber das ist doch vollkommen selbstverständlich, wenn ich ein System umstelle und erstmalig in einen neuen Bereich hineinbekomme. Und dann ist es eben in der Fragestellung, wie sieht es aus mit der Fragestellung von Gebühren und von Kosten? Und wie gehen Kommunen mit verschiedenen Sachen um? Und da empfehle ich Ihnen auch noch einmal, den Evaluationsbericht damit zu lesen. Wenn ein Bürgermeister erklärt,
dass er genau nach dem Sinne des Gesetzes die Vorgaben des Gesetzes als Mindestvoraussetzungen sieht und nicht als Maximalvoraussetzungen, seine bisher gegebenen Leistungen weiter fortführt, aber in der Bürgermeisterdienstversammlung von seinen Bürgermeisterkollegen sozusagen in eine Ecke gestellt wird unter dem Gesichtspunkt, warum machst du das denn überhaupt? Das musst du doch gar nicht machen. Dann zeigt es, dass es nicht eine Frage einer Wirkung eines Gesetzes, sondern der Fragestellung eines Umsetzens auch von Mindestvoraussetzungen in kommunales Handeln ist. Und solange ich unter dem Deckmantel des KiföGs wegschleichend versuchen kann, Leistungen einzuschränken, die ich vorher gegeben habe, mag das ein gängiger Weg sein an dieser Stelle. Er hat aber nichts mit einer Sonderbelastung der Kommunen zu tun. Und an der Stelle gibt es andere Möglichkeiten der Entlastung als die Fragestellung, die Sie eben aufgeworfen haben. Und ein letztes noch dazu. Wir müssen uns natürlich, und das war ja einer der Grundvoraussetzungen, müssen wir doch gar nicht darum reden, warum wir drittes Kindergarten ja beitragsfrei gestellt haben. Wir wollten den Übergang von der Kindertagesstätte in die Schule, die Vorbereitung für die Schulzeit stärken und damit einen Anreiz setzen, mit dieser Beitragsfreiheit, dass Kinder in die Kindertagesstätte gehen. Da kann man diskutieren, ob das der richtige Weg ist. Bin ich auch gerne dabei. Und Sie wissen, dass ich in manchen Diskussionen sage, eigentlich aus den Erfahrungen heute hätte man das erste Kindergartenjahr freitagsfrei stellen müssen und können. So. Aber wenn ich dann um die Fragestellung von Entlastungen gehe, dann muss man natürlich das, was an Vorlagen auch bisher vorgelegt worden ist, immer richtig sehen, auch im Verhältnis zu der kommunalen Entlastung. Ich kann mich ja gut erinnern an einen Gesetzentwurf seitens der SPD-Fraktion im Hinblick auf die Fragestellung einer Beitragsentlastung. Und sie ist ja in der Systematik geblieben, letztendlich, die bisher in der dritten Beitragsfreistellungsjahr ist. Und dann schauen Sie sich mal im Verhältnis, zu der Fragestellung dessen, was an Entlastungen da ist, und die von Ihnen genannten Zahlen im Hinblick auf die Frage der Gebühren an. Und dann setzen Sie das in Relation. Und dann fragen Sie, an welcher Stelle wird wer wie hoch entlastet. Und auf dieser Ebene können wir gerne auch über weitere Schritte dann diskutieren, weil man nämlich nicht den Eindruck erwecken kann, dass durch eine Frage einer Beitragsfreistellung, vollständigen Beitragsfreistellung, das Leck zwischen den 330 Millionen €, die 2015 aufgewendet worden ist, und den 2 Milliarden Gesamtkosten schließen kann. Und ich sage nur, man muss aufpassen in einer Diskussion, dass nicht der Eindruck erweckt, dass das das Ziel ist. Weil dieses wird man an keiner Stelle erreichen können. Aber wenn es ein Ziel ist der Entlastung, dann gehört wenigstens zu einer soliden Diskussion auch mit dazu, dass man wenigstens einmal sagt, wo man das Geld hernimmt, das man dafür aufwendet. Und das ist bisher leider noch im Nebulösen. Aber die Diskussion werden wir in den nächsten Wochen und Monaten noch weiterführen. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen. Dann, bevor ich den nächsten Punkt aufrufe, begrüße ich auf der Tribüne den Oberbürgermeister der Stadt Rüsselsheim, unseren früheren Kollegen Patrick Burkhardt. Herzlich willkommen, Herr Patrick. Applaus